Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von eurer Gameplayerin. Ja, heute haben wir wieder eine Quest mit Funke und die möchten wir natürlich direkt starten. Was heißt wieder eine Quest? Ich glaube, es war sogar die erste Quest, die wir jetzt generell mit Funke haben. Also, ich bin bei so etwas nicht gut, doch es gibt etwas, worüber ich mit euch sprechen wollte. Habe ich euch je erzählt, dass ich in Himmelswacht aufgewachsen bin? Ich bin auf der Straße groß geworden, aber nicht allein. Ich hatte Freunde, gute Freunde. Und ich möchte, dass ihr mir helft, sie zu finden. Ihr wisst nicht, wo eure Freunde sind? Nein, wir waren nur eine Bande aus Straßenkindern, aber wir standen uns nahe. Wir begnügten uns mit dem Wenigen, das wir finden konnten, und machten uns unser Leben so schön es ging. Aber eines Tages verschwanden sie einfach. Einfach so? Und ihr wisst nicht, was passiert ist? Ich bin losgezogen, um uns eine Mahlzeit zu beschaffen, und als ich wiederkam, waren Jaka, Silbertritt und Lied verschwunden. Ich habe jahrelang versucht, eine Spur von ihnen zu finden, aber ohne Ergebnis. Aber endlich habe ich von einem Freund in Himmelswacht einen Hinweis bekommen. Ich möchte, dass ihr mich begleitet. Ich werde mit euch nach Himmelswacht reisen, um diesen Hinweis nachzugehen. Der Tipp kam von Brisha, einem alten Freund. Wir finden ihn in der Nähe von Himmelswacht. Der alte Kater war dem Ort stets treu. Das ist die erste Spur meiner Freunde seit Jahren. Ich möchte mir ungern zu viel erhoffen, es ist so lange her. Ist das wirklich meine Gelegenheit, sie zu finden? Könnt ihr mir mehr über eure Freunde erzählen? Wie gesagt, wir waren zu viert. Jeder lebte aus seinen ganz eigenen Gründen auf der Straße. Das ist ein hartes Leben. Die meisten ignorieren schmutzige, hungrig aussehende Straßenkinder. Also lernten wir, aufeinander aufzupassen. Wir waren unzertrennlich. Erzählt mir etwas über Jaka. Die meisten Leute hatten Angst vor Jaka. Er ist ein Pamar. Also schrieben ihn alle als großen, dummen Raufbold ab. Aber ich habe noch nie eine gütigere Seele getroffen. Er war immer so großzügig, obwohl er selbst rein gar nichts hatte. Und er war auch spirituell. Und wie? Ach, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht wirklich. Ich kann mit so etwas selbst nichts anfangen und er hat es uns auch nie aufgedrängt. Er meditierte einfach ständig und hatte immer etwas Weises zu sagen. Wurde auch nie wütend, außer wenn sich jemand mit mir Silbertritt oder Lied anlegte. Erzählt mir etwas über Silbertritt. Sie ist wirklich witzig. Wir nannten sie Silbertritt, weil sie ständig völlig unerwartet aus den Schatten trat. Wie das silberne Aufblitzen eines Messers. Sie erzählte nie viel von ihrer Vergangenheit, aber ich vermute, dass sie nicht angenehm war. Warum sagt ihr das? Silbertritt war schon immer bluthungrig und zeigte ihre Zähne, sogar als Kind. Jaka war vielleicht der Größte unter uns, aber Silbertritt war definitiv die geballte Faust unserer Bande. Sie schaffte es innerhalb von 3 Worten, dass sich ein erwachsener Mann in die Hose machte. Wahrscheinlich eine Überlebenstaktik. Erzählt mir etwas über Lied. Lied war die Beste von uns. Sie war ruhig und nett. Unser moralischer Kompass hat dafür gesorgt, dass wir anderen ausgeglichener waren, versteht ihr? Sie erzählte nie, woher sie kam, aber ich denke, von einem schönen Ort. Sie hatte Manieren und wusste, wie man Leute um den Finger wickelt. So etwas ist hilfreich. Wollt ihr damit sagen, sie kam aus einem reichen Elternhaus? So etwas in der Art. Als wir sie fanden, trug sie hübsche Klamotten und sie verhielt sich allgemein einfach anders.
Aber sie beschwerte sich nie darüber, dass sie auf der Straße schlafen oder sich ein schimmeliges, hartes Stück Brot mit drei anderen teilen musste. Sie war offenbar einfach nur glücklich, bei uns zu sein. Erzählt mir mehr über den Tag, an dem die anderen verschwanden. Nun, ich zog wie immer los, um uns eine Mahlzeit zu suchen. Aber als ich in unseren Unterschlupf zurückkehrte, waren sie weg. Eine Weile hockte ich wie eine Idiotin herum. Ich dachte, sie hätten einfach irgendetwas zu erledigen. Dann bemerkte ich am Boden Spuren eines Kampfes. Was ist eurer Meinung nach passiert? Keine Ahnung, aber auf jeden Fall nichts Gutes. Monatelang versuchte ich herauszufinden, ob jemand etwas gehört oder gesehen hatte. Was auch immer ihnen zugestoßen ist, es ist richtig leise über die Bühne gegangen. Wahrscheinlich, weil jemand die Sache vertuschen wollte. Seid ihr seitdem wieder in Himmelswacht gewesen? Hin und wieder. Wenn ich in einer Karawane arbeitete, die dort vorbeikam, schlich ich mich in die Stadt und redete mit den Leuten. Aber ich hatte stets Angst, dass mir jemand auflauert. Ich wusste nicht, was mit den anderen passiert war, also ging meine Fantasie mit mir durch. Meistens hielt ich mich einfach von dort fern. Ja, dann müssen wir erst einmal nach Himmelswacht. Auridon Himmelswacht. Städte können so launisch sein wie Menschen, aber auch so wunderschön. Jetzt schalten wir dann doch mal die Namen an. Weil wir müssen Brisha. Ah. Was ist Brisha? Redet mit ihm. Ich bleibe im Hintergrund und halte Wache. Dieser kennt euer Gesicht nicht, aber Funke. Es erfreut diese alten Augen, sie in bester Gesundheit zu sehen. Auch wenn sie ein wenig nervös scheint. Sie behält alles um sich herum, im Auge. Genau wie damals als Kind. Immer beunruhigt. Seid ihr mit ihr befreundet? Ich versuche Funke bei der Suche nach ihren Freunden zu helfen. Sie meinte, ihr könntet einen Hinweis für mich haben. Ein fahrender Händler erwähnte einen Pamar im Gasthaus zum Tor in Sadrit Mora. Einen Schläger, der zur Unterhaltung der Gäste kämpfte. Als dieser nachfragte, beschrieb er Jakar perfekt. Gutherzig, orange-schwarze Zeichnung. Drei Ringe in jedem Ohr. Das ist er. Warum sollte Jakar in Sadrit Mora sein? Wenn man dem Händler glaubt, ist Jakar dort, weil er ein Sklave der Telvanni ist. Keine Ahnung, wie lange er schon auf Wardenfell ist, aber es würde diesen nicht überraschen, wenn er direkt nach seiner Entführung aus Himmelswacht verkauft worden wäre. Der Gedanke daran bricht diesem das Herz. Danke für die Information. Funke und ich werden der Sache nachgehen. Ich bin dankbar für jede Information über meine Freunde, alter Mann. Ihr wart eine große Hilfe. Ich kann mir den netten, sanften Jakar nicht in einer Kampfgrube vorstellen. Und das auch noch in Sadrit Mora. Wenn er wirklich von den Telvanni versklavt wurde, zerfetze ich jede Kelle, die ich finde. Das ist alles meine Schuld. Wäre ich an diesem Tag doch nur schneller gewesen. Komm, gehen wir zum Gasthaus, zum Tor. Ihr habt offenbar eine recht ausgeprägte Meinung zu Sadrit Mora. Könnt ihr mir das verübeln? Wenn ich nicht Jakar suchen würde, würden mich keine 10 Pferde in dieses Land der hasserfüllten, dunkelelfischen Sklaventreiber bringen. Wenn ich könnte, würde ich diesen Meteoriten, der in ihrem Himmel hängt, auf die Lande der Telvanni herunterkrachen lassen. Wenn es wirklich Jakar ist, meint ihr, dass die Telvanni uns Schwierigkeiten machen, wenn wir versuchen, ihn zu befreien? Das sollen sie nur versuchen. Ich werde mich vorbildlich benehmen, weil ich Jakar finden möchte.
Aber wenn ein Telvanni mich auch nur anfasst, kann ich für nichts garantieren. Ein Blitzschlag durch den Schädel würde ein paar von denen ohnehin nicht schaden. Hoho. Ihr habt keine sonderlich hohe Meinung von Dunkelelfen, kann das sein? Das gilt nicht für alle. Ich werde nur wütend, wenn ich an die denke, die Khajiit und Argonier versklaven. Ich weiß, dass nicht alle Dunkelelfen so sind und dass ich nicht so misstrauisch sein sollte. Aber auf die Telvanni trifft es eindeutig zu. Arrogante Mistkerle. Könnt ihr euer Temperament unter Kontrolle halten, während wir der Sache nachgehen? Ich werde mich benehmen, keine Angst. Sobald wir Jaka finden, werde ich ihn dort so leise wie möglich rausholen. Vorzugsweise ohne dabei einem Telvanni einen Dolch zwischen die Rippen schieben zu müssen. Aber das kommt einzig und allein auf die an. Macht ihr euch Sorgen, weil Jaka in einer Kampfgrube steckt? Auf jeden Fall. Wenn das Silbertritt wäre, würden mir ihre Gegner leid tun. Aber Jaka ist zu nett für derart brutale Dinge. Er ist stark, aber er hasst Gewalt. Trotzdem gab es früher niemanden, den man bei einer Kneipenschlägerei lieber an seiner Seite gehabt hätte. Wurdet ihr in viele Kneipenschlägereien hineingezogen? Ach, nicht wirklich, aber wir fingen recht häufig welche an. Sobald alle beschäftigt waren, leerten Silbertritt und ich inmitten des Chaos die Taschen der Raufbolde. Hat sich immer gelohnt. Einfach verdientes Gold, wenn man von gelegentlichen Schrammen durch fliegende Fäuste oder Teller absieht. Klingt auf jeden Fall nicht dumm. Ich werde jetzt mal eben meine Zwielichtschwinge hier wegmachen, weil das ist ja schrecklich. Die flattert jedes Mal, wenn man mit ihr am Reden ist, im Hintergrund rum. Und ehrlich gesagt, mich nervt das doch sehr extrem. Deswegen. So, dann machen wir uns mal auf nach Morrowind, Wadenfell. Sadrid Mora. So, mal schauen. Wo müssen wir denn hin? Zum Gasthaus. Juhu! Guten Tag. Ihr kennt mein Gesicht nicht. Ich habe hier noch nie gestohlen. War es zu viel erhofft, dass Jaka vor dem Laden steht und fegt oder so? Ja. Kommt, wir müssen wohl hineingehen. Wenn der Eigentümer oder seine Frau fragen, sagt ihnen, dass ich euch hoch motiviert bedient habe. Meine Freundin und ich suchen nach einem Parmar, der hier arbeitet. Nach einem Parmar? Was wollt ihr denn mit einem von denen? Ach, es ist mir egal. Fragt den Betreiber des Gasthauses. Meine Aufgabe ist es, Kunden mit unserem leckeren Essen zu betören. Ja. Unser Service hier im Gasthaus zum Tor. Leichen. Hä? Das unterbricht nur, weil ich ein Stück zur Seite gehe? Das Gasthaus zum Tor wird von beeindruckenden Kunden frequentiert. Ich kann mich nicht erinnern, euch oder eure Freundin hier schon einmal gesehen zu haben. Ich hoffe inständig, dass es euch hier gefällt. Ich suche nach einem Parmar, der möglicherweise hier arbeitet. Ah, Jara. Oder war es Jaka? Ihr meint sicher meinen ehemaligen Goldesel. Leider kommt ihr zu spät. Ich habe ihn vor ein paar Wochen verkauft. Er wurde träge und klagte darüber, dass er krank wäre. Die Leute bezahlen nicht für einen schwachfäustigen Schläger. Wisst ihr, wo er ist? Aber sicher. Und ich verrate es euch sogar, auch wenn ich nicht weiß, ob der Grobian noch lebt. Er hatte solch schwache Lungen für eine derart große Kreatur. Aber zuerst müsst ihr etwas für mich tun. Meine Informationen sind nicht kostenlos. Was soll ich für euch tun? Eine Juwelierin namens Varvisi Oleni verkauft ein traumhaftes Armband, das ich gern für meine Gemahlin kaufen würde. Aber sie kommt mir mit dem Preis nicht entgegen.
Warvisi macht meistens vor Telnaga-Geschäfte. Beschafft mir dieses Armband. Dann verrate ich euch, was ich weiß. Das heißt dann wohl stehlen. Ein Armband? Wirklich? Kann ich diesem Kerl nicht einfach ein Messer in die Rippen rammen, um an Informationen zu kommen? Ja, das wäre Nein? mir persönlich ehrlich gesagt auch lieber. Nun gut. Funke. So, wir müssen das beschaffen. Müssen wir erstmal hier hingehen? Moment, Parterre. Ich glaube, ich habe einen Plan. Ja? Welchen Plan hast du, Funke? Dass du stehlen willst, nehme ich mal an. Das da muss Varvisi sein. Solche Händler tragen ihre wertvollsten Waren immer am Körper. Kein Problem. Ich kann ihre Taschen durchsuchen, ohne dass sie auch nur Verdacht schöpft. Aber damit das funktioniert, brauche ich eure Hilfe. Was soll ich tun? Das wird euch vielleicht nicht gefallen, aber vertraut mir, das wird lustig. Diesen Trick habe ich immer mit Lied und Silbertritt genutzt, wenn wir Gold brauchten. Ich werde euch in einen Affen verwandeln. Scheiße. Dann lauft ihr hoch zu Varvisi und lenkt sie ab, damit ich mir das Armband krallen kann. Ihr werdet was machen? Zum Brüllen, nicht wahr? Damit seid ihr die perfekte Ablenkung. Durchwühlt einfach ihre Sachen. Alle werden nur noch Augen für euch haben und niemand wird bemerken, wie ich eine Hand in ihre Tasche stecke. Das ist perfekt. Aber der Zauber hält nicht ewig, also muss es schnell gehen. Gut, wir können das versuchen. Wir sind ein Affe! Ein Affe! Wir sind ein Affe! Weg, bewahrt mich! Was ist das? Hallo, du sollst das durchsuchen. Hallo. Hinfort, schmutzige, flohstichige Kreatur. Nein. Boah, ich kann aber hochspringen. Hui, ich bin ein Affe. Ich bin ein Affe. Ich finde das cool. Funke. Hallo. Ihr wart sogar ein wenig zu gut. Aber ihr seid wirklich ein putziger, kleiner Affe. Ja, ne? Ich habe das Armband. Es ist so hässlich, wie ich dachte. Perfekt für die Frau dieses aufgeplusterten Mistkerls. Kommt, gehen wir zurück ins Gasthaus und werfen wir ihm das Ding ins Gesicht. Geht es euch gut? Oh, dieser rotäugige Haufen Guardung hat uns gerade einfach nur seine Befehle befolgen lassen, damit wir wissen, wie überlegen die Telvanni sind. Euch in einen Affen zu verwandeln war lustig, aber jetzt will ich einfach nur noch diesem Mistkerl den Hals umdrehen. Beschaffen wir uns einfach die nötigen Informationen und verschwinden wir hier. Ihr habt recht, danke. Das habe ich gebraucht. Ich darf nicht vergessen, dass wir wegen Jaka hier sind. Ich kann alles ertragen, wenn wir ihn dafür am Ende finden. Und ich weiß, dass eines Tages die Schuld, die die Telvanni immer weiter anhäufen, fällig werden wird. Ich hoffe nur, dass ich dann dabei bin. Ja, und wir sind wieder zurückverwandelt. Eigentlich ein wenig schade. Ich habe eigentlich gedacht, dass wir eine gute Figur als Affe abgeben. Fand ich zumindest. Aber gut. Ah, ihr seid es wieder. Beinahe hätte ich euch vergessen. Darf ich wagen zu hoffen, dass ihr das Armband habt, um das ich euch bat? Hier ist das Armband. Grandios. Gehe ich richtig in der Annahme, dass eure kleine Freundin dort hinten die Tat vollbracht hat? Die Katzen, denen kein angemessenes Benehmen antrainiert wurde, sind für gewöhnlich gute Diebe. Gut, ich stehe zu meinem Wort. Ich habe den kränklichen Pamar an eine Gruppe Banditen verkauft. Wo finde ich diese Banditen? Der Herr, mit dem ich Geschäfte gemacht habe, meinte, seine Bande sei unterwegs nach Pulk. Hier, ich markiere euch den Ort. Der Mann hieß Bralsa Inlador. Und das, werte Freundin, waren alle Informationen, die ich für euch habe. Jetzt seid so gut
und verschwindet. Komm, Funke, ich kann mir diese... Diese Gesellschaft hier nicht antun, das wollte ich sagen. So. Pulk ist, meine ich, auch irgendwo hier auf Wadenfell. Ach, das ist das Verlies. Okay, dann reisen wir da mal eben hin und ich sehe euch gleich wieder. So, hier sind wir richtig. Reden wir kurz, bevor wir hineinstürmen. Okay. Wenn Ositos die Wahrheit erzählt hat und Jaka wirklich krank ist, dann müssen wir ihn schleunigst befreien. Keine Ahnung, was ein paar Banditen mit einem kranken Pamar anfangen wollen. Ich glaube nicht, dass sie ihn aus reiner Herzensgüte gesund pflegen werden. Wie wollt ihr das anstellen? So schnell und effektiv wie möglich. Wenn Jaka dort drin ist, soll er nicht länger als nötig leiden. Ich habe ihm ohnehin schon zu viel Leid eingebrockt. Und wenn wir uns unterwegs ein wenig prügeln können, umso besser. Kommt, gehen wir hinein. Finden wir Jaka. Haltet Augen und Ohren offen. Denkt daran, Jaka ist ein Pamar. Also werden wir ihn wohl kaum übersehen. Trotzdem sollten wir wachsam bleiben. Ich werde diese Gelegenheit nicht vergeuden. Nach all der Zeit werde ich seine Fährte jetzt nicht verlieren. Geht es euch gut? Mir wird es besser gehen, wenn wir Jaka haben. Es ist nur, wäre ich an diesem Tag ein wenig schneller zurückgekommen, hätte ich vielleicht verhindern können, dass er und die anderen entführt werden. Er muss die ganze Zeit schon leiden, weil ich nicht schnell genug war, weil ich nicht da gewesen bin. Nichts von alledem war euer Fehler, Funke. Danke, dass ihr das sagt. Ich weiß nicht, ob ich euch das glaube, aber es ist dennoch schön, es zu hören. Es bringt Jaka oder den anderen nichts, wenn ich hier sitze und jammere. Es lastet nur schon die ganze Zeit auf mir, versteht ihr? Also, danke fürs Zuhören. Gehen wir. Dann biegen wir die Sache wieder gerade, indem wir jetzt Jaka retten. Ihr habt recht. Es bringt ihm auch nichts, wenn ich hier sitze und mich selbst bemitleide. Ich konnte ihm damals nicht helfen, aber ich will verdammt sein, wenn ich ihm heute nicht helfen kann. Danke dafür. Im Ernst. Und jetzt kommt. Lasst uns aufbrechen. Aber sofort. So, finden wir Jaka. Wer sich übrigens wundert, warum es eben so ein bisschen gequietscht hat. Ich weiß nicht, ob man es auf der Aufnahme gehört hat, aber es hat hier eben an der Tür geklingelt. Und leider musste ich da direkt rangehen, weil die sonst natürlich direkt wieder weg sind. Funke, bist du noch da? Du bist so ruhig. Moment, wir müssen hier rechts rum. Guten Tag. Ihr seid die Gegner, aber guten Tag. Gut. Kein Thema. Laufen die einfach vor uns weg. Ach, jetzt müssen wir da unten hin. Wollt ihr mich denn veräppeln? Das ist doch nicht euer Ernst. So, Moment. Können wir hier rum? Das ist jetzt die Frage. Du kommst mir auch entgegengesprungen. Das heißt, du wirst wahrscheinlich auch nicht angreifen. Moment, darum. Da kann man unten rum. So, da. Da. Und der zieht mir schon den Gegner weg. Das ist sehr schön. Das da drüben, das ist er. Er lebt noch. Wo, was, Jaka, wie? Ah, hier. Wir sind das hier, um euch zu helfen. Funke? Der kleine Schatten von Himmelswacht? Ja, genau. Ihr müsst echt sein. Selbst und ihr seid in den wildesten Fieberfantasien hätte dieser sich nicht vorstellen können, nach all den Jahren Funke wiederzusehen. Welch Geschenk. Sie sieht gut aus, gesund und stark. Und sie hat eine starke Gefährtin gefunden. Jaka ist erleichtert. Funke sucht schon sehr lange nach euch. Geht es euch gut? Einst fragte Jaka sich,
ob Funk wohl einen Teil des Schicksals unserer Familie eingefädelt hat. Aber dieser Gedanke verging so schnell, wie er gekommen war. Das kleine Mädchen mit den funkelnden Augen, sie würde uns niemals Leid zufügen. Sie war... Bringen wir euch hier raus. Wir reden später weiter. Ja, natürlich. Danke. Dieser hatte gehofft, an diesem nassen, finsteren Ort nicht sterben zu müssen, sich aber dennoch darauf eingestellt. Dies ist eine willkommene Veränderung. Jakar wird euch zu einem sicheren Ort folgen. Geht voraus. Und da ist er auf einmal wieder. Aber für so ein großes Kätzchen, muss ich sagen, hat er doch eine niedlich kleine Stimme irgendwie. Ja, jetzt müssen wir den Weg wieder zurück. Das Problem, also was heißt Problem? Es werden jetzt wahrscheinlich alle Gegner, nehme ich mal an, die wir jetzt eben quasi umlaufen konnten, wieder da sein. Genau, das meine ich. Ja, so, Moment. Dieser kann mithalten. Keine Sorge. Dieser kann mithalten. Na gut, dann muss dieser halt ein bisschen schneller laufen. Jaka. Langsam. Nee, Moment, wir sind eigentlich hier durch. Ein Hoch auf uns! So, Moment. So rum. Jaka, oh, und schon haben wir eine Bestrebung abgeschlossen. Würde. Sehr schön. So liebe ich das. Einfach mal nebenbei bei einer Quest. Moment, ich muss darum. Folgt mir, ihr beiden. Ich hoffe, ihr haltet noch diese mit. Dieser riecht frische Luft. Sprecht bitte mit Jaka, ja? Ich würde möchte ich gerne ihn ein wenig heilen. Aber er rennt weg. Jaka, Sitz, Platz, bleib stehen, bleib. Hallo. Ah, an der frischen Luft fühlt dieser sich gleich viel besser. Er steht in eurer Schuld. Und Funke, wie schlau sie doch war, Jaka zu finden. Sie war immer so klug. Dieser hat es geliebt, wie ihre Augen in ihrem Kopf schier loderten, wenn sie versuchte, ein Problem zu lösen. Erinnert ihr euch daran, was an dem Tag eurer Entführung geschehen ist? Das war alles sehr plötzlich. Eine Gruppe Söldner, doch von keiner Fraktion, die dieser kannte. Sie griffen uns flink an und überwältigten diesen. Dann holten sie sich Silbertritt und Lied. Doch etwas war merkwürdig. Was war merkwürdig? Silbertritts Miene. Sie sah verängstigt aus, als man sie und Lied wegbrachte. Ihr müsst wissen, dass Silbertritt niemals Angst hatte. Auch in den furchtbarsten Augenblicken wurde sie stattdessen wütend. Das war merkwürdig, als hätte sie in diesem Augenblick mehr gewusst als wir anderen. Könnt ihr euch sonst noch an etwas erinnern? Funke möchte auch Lied und Silbertritt finden. Dieser erinnert sich sehr deutlich an die Insignien der Söldnerrüstungen. Sie sind in Jakas Geist eingebrannt. Aber all die Jahre konnte er keine Nachforschungen anstellen. Jetzt, da er in Sicherheit ist, kann dieser sich darauf konzentrieren, dieses Symbol zu jagen. Danke, Jaka. Habt noch einmal Dank für die Rettung. Ihr habt ein gutes Herz. Das spürt Jaka. Und Funke wäre nicht bei euch, wenn sie euch nicht voll vertrauen würde. Ihr Vertrauen muss man sich hart erarbeiten. Ihr seid wahrlich etwas Besonderes und dieser ist dankbar, dass ihr hier seid. Was werdet ihr jetzt tun, da ihr frei seid? Ah, es tut so gut, dass Jaka auch nur darüber nachdenken kann. Viele Tage waren voller Verzweiflung und dieser wollte nicht an die Zukunft denken. Zuerst wird dieser diesen Ort hier möglichst weit hinter sich lassen. Er wird wieder gesund werden. Und dann wird der Funke helfen. Wir finden unsere verlorenen Freunde. Wie wurdet ihr von Silbertritt und Lied getrennt? Jaka sah, wie beide Freundinnen belästigt wurden. Dann wurde es finster.
Als dieser zu sich kam, hörte er Lied weinen. Danach kam, glaubt er, magischer Schlaf. Als er nachließ, war dieser im Bauch eines stinkenden Dunkelelfenbootes. Mir tut leid, was euch widerfahren ist, Jaka. Ihr seid gütig, Freundin von Funke. Diesem geht es gut, nun da er Funke sieht und weiß, dass er seine Freiheit wieder hat. Jaka wird sich erholen und sehen, welch weitere Abenteuer Jone und Jode bereithalten. Danke, dass ihr mit ihm geredet habt. Ich hätte sicher geheult. Als ich noch klein war, fühlte ich mich in der Nähe von Jaka immer sicher. Jetzt bin ich erwachsen, aber das Gefühl ist noch immer da. Ich kann nicht fassen, dass wir ihn gefunden haben, nach all dieser Zeit. Danke. Jaka erwähnte, dass er einen Hinweis zu den Söldnern haben könnte, die die anderen entführten. Ja, ich habe es gehört. Das ist gut. Aber fürs Erste sollten wir einfach diesen Sieg genießen. Ich hatte schon fast die Hoffnung aufgegeben, meine Freunde zu finden. Dank euch glaube ich jetzt wieder daran. Das hätte ich ohne euch nicht geschafft. Jaka und ich schulden euch so viel mehr, aber nehmt das hier. Ja, das ist mal was völlig Neues. Verstecktes Goldsäckchen. Funkes Intuition erlaubte es euch, einem eurer Opfer dieses Goldsäckchen voller Münzen zu entwenden. Nice. Funke, wie ihr gewachsen seid. Dieser sieht mit Dankbarkeit, wie starr ihr geworden seid. Oh, ihr großer Klotz, ich habe euch vermisst. Ich habe geschworen, euch zu finden, koste es, was es wolle. Danke, kleine Schwester. Ihr habt diesen gefunden, also atmet durch. Als nächstes finden wir Silbertritt und Lied. Ja, das will ich doch hoffen. Dafür müssen wir natürlich dann erstmal auch die neue Quest haben. Ach so, wir könnten mal ganz kurz noch schauen, was da eigentlich drin ist. Die öffnen wir mal eben. Und es ist nur Gold drin. Also eigentlich nichts Besonderes. Dann würde ich sagen, dass wir hier erstmal einen Cut machen und dass wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.